Heftige Sturmböen mit Spitzen bis zu 85 Kilometern pro Stunde haben vergangene Nacht auch Burgenlands Feuerwehren auf Trab gehalten. Im Norden des Landes haben vor allem umgestürzte Bäume für Verzögerungen im Straßenverkehr gesorgt. Im Bezirk Oberwart ist außerdem ein heftiges Gewitter mit Starkregen dazugekommen. Christian Hoffmann fasst die Wetterauswirkungen zusammen. Sturm Gonzalo ist in der Nacht kurz vor 1 Uhr früh auch im Burgenland angekommen und hat die einen oder anderen kleineren Schäden hinterlassen. Blumenkästen, Mistkübel und Bäume sind durch die Luft geflogen und umgestürzt. Im Norden des Landes in Neusiedl am See, Parndorf bis hinunter nach Bad Sauerbrunn oder Neudörfl im Bezirk Mattersburg waren die Feuerwehren damit beschäftigt, Bäume und Äste von den Straßen zu entfernen. Im Südburgenland in den Bezirken Oberwart und Güssing werden immer noch aufgrund eines Gewitters in der Nacht Keller und Garagen ausgepumpt. Durch den Starkregen sind Bäche über die Ufer getreten, Straßengräben überflutet, schildert Oliver Klaas von der Feuerwehr Großpetersdorf. Das Wasser droht in die Keller der anliegenden Wohnhäuser zu bringen. Und unsere Feuerwehreinsatzkräfte sind zurzeit beschäftigt, das ganze Wasser zum Graben abzupumpen. Wegen Überflutung für den Verkehr gesperrt ist derzeit etwa noch der Grenzübergang Kalch-Serdice im Bezirk Jennersdorf. An die 25 Feuerwehreinsätze sind in den vergangenen 12 Stunden im Burgenland gezielt.